Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront. Diesmal haben wir Kampfleibangriff auf der Jundlandwüste. Wir spielen mit dem guten alten Imperium und sind hier mit unserem Roboter-dancenden Imperator, sage ich schon fast. Ne, natürlich ist es einfach nur so ein imperialer Offizier am Start. Und wir spielen heute den Zielschuss, das heißt, wir sind krass undercover unterwegs. Tommy Bond ist hier am Start, wird hier schon entdeckt von den gegnerischen Leuten. Ich habe mich hier eingeschlichen ins Imperium, um dem Imperium zu helfen. Und zwar mit dem krassen Zielschuss. Da ist er. Komm schon, Zielschuss. Zeig, was du kannst, Zielschuss. Ja, Mann! Direkt den ersten, das gibt's ja gar nicht. Als ob. Komm, 5 Zielschuss-Kills sind drin heute. Zielschuss, richtig schlecht, die Karte eigentlich. Ich mag die überhaupt nicht, aber es hat es war Schicksal. Es war Schicksal, dass der erste Schuss direkt pam, sitzt. War da oben einer? Nee, das ist Jabba's Palast. Jabba's Palast schießen wir lieber nicht mit dem Zielschuss ab. Da wird der Jabba böse auf uns. Aber den da unten, ne? Der hat gar keine Chance jetzt hier. Der sieht mich gar nicht. Und Ziel anvisiert und weg. Und jawoll! Gleich den zweiten hinterher. Es ist ja unfassbar. Ist Zielschuss das neue Meta hier oder was? Es ist das Beste, die beste Waffe im Spiel. Wer Battlefront 1 spielt, der wird den Zielschuss gerne mal ausprobieren dürfen. Und sich selbst überzeugen können, dass das einfach krass ist. Oh nein, oh bitte nicht. Der ist explodiert und ich nicht. Was war das denn? Danke, Umgebungsbombe. Okay, dann gehen wir mal ganz unauffällig nach hinten wieder zurück. Und schleichen uns einmal hier rum. Tommy Bond fliegt. Tommy Bond anvisiert und sieht keinen. Ah, ups. Nein, ich will gar nicht in die Ego-Sicht. Ich will wieder zurück. Jetzt aber den da unten. Den da unten. Ja, 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 ja. Nein. Oh. Okay, Kollege. Ich vertraue dir. Du bist mein Q. Du machst es. Da sind sie. Q. Schieß sie ab. Er hat's geschafft. Guter Q. Obwohl Q ist eigentlich gar kein Agent, ne? Ah, Q, rette mich. Mein Gott, jetzt hier wieder von hier oben. Und, ah nein, hinter mir war einer. Mein Erzfeind, der Demolator. Demolator, das gibt's ja gar nicht. Den werde ich mir noch schnappen. Das ist mein persönlicher Dr. No. Oder so eine Art. Okay, komm. Wir gehen wieder nach vorne. Zielschuss-Kills 2 sind auf der Liste abgehakt. Wir brauchen noch mindestens 3, um meine selbst erfundene Challenge hier einfach mal so zu schaffen. Zielschuss, ich spiele das Ding eigentlich wirklich ungern, aber es hat jetzt echt gut geklappt. Hallo, Kollege. Ey, der hat mir mein Outfit geklaut. War doch mein persönliches eigenes Outfit. Okay, den da hinten. Was? Wie schnell war ich auf einmal tot? Der schießt da 200.000 Schüsse auf mich. Ich denke mir so, ah, der trifft eh nichts. Auf einmal trifft er alles. Auf einmal. Ah, überall bin ich hier im Krieg gelandet oder was? Oh, jetzt hier so durch den Schlitz durch. Nein! Der Schlitz war nicht groß genug. Das hört sich falsch an. Ach Mann, ey. So ein Mist aber auch. Da vorne gibt's eins. Ah, Q, mal hier. Q hat sein tolles neues Gerät geholt, den AT-ST. Hat er erfunden kurz in seiner Q-Basis. Jetzt startet der auch irgendwo. Da hinten kommt er schon. Ist ein bisschen untypisch für Q, dass der so krasse Kriegswerkzeuge schon fast entwickelt, ne? Aber gut, das ist, die Star Wars Battlefront-Version von Q. Da macht er das halt mal. Jo, komm schon! Ja, der dritte Kill! Da ist er! Der dritte Kill! Ey, wie viel schaffen wir wohl damit? Das ist ja unfassbar, jetzt schon 3 Kills damit zu haben. Ich bin richtig... Es läuft einfach bei Star Wars Battlefront 1, Mann. DLT 19X letztens gespielt, läuft brutal. Zielschuss gespielt, läuft brutal. Jetzt kann ich hier einfach so ein Zeug hier abziehen wahrscheinlich und es klappt einfach. Okay, es klappt nicht. Ich nehme alles zurück. Ich kann hier nicht machen, was ich will. Es geht nicht, es geht nicht. Haha! Okay, den nächsten erwischen wir auch noch. Den da... Oh mein Gott, Granate! Ganz kurz abwarten. Und jetzt! Komm, der steht direkt vor dir. Ja, Mann, Zielschuss! Wuhu! Auch wenn Pete wieder um die Ecke kam, der alte Handlanger. Das ist der Typ, der den Hut immer wirft, behaupte ich jetzt mal. Wie heißt denn der? Hat der einen offiziellen Namen? Es gibt aber bei James Bond diesen einen Typen, der so einen Hut wirft, wo der so eine Scheibe drin hat. So eine Metallscheibe oder sowas. Und das schneidet dann so die Köpfe durch. Das sieht jetzt erstmal voll brutal an. Also der trifft damit natürlich nie James Bond oder sowas. Sondern der trifft damit, glaube ich, so eine Statue. Wer heißt denn der Handlanger? Auf jeden Fall ist es jetzt Pete. Pete, der Handlanger. Müssen ja alles hier ganz heroische Leute sein, die mich als Tommy Bond hier irgendwie in Gefahr bringen und sogar dementsprechend besiegen können. Ich weiß nicht mal mehr, wie mein Erzfeind heißt, den ich am Anfang genannt habe. Aber komm schon. Ach gut, den sehe ich ja wohl noch. Also wirklich. Oh mein Gott. Mein Gott, mein Gott, oh mein Gott. Zielschuss hat nicht gereicht, hat getroffen. Hat getroffen, aber hat nicht gereicht. Oh mein, wo kommt denn das alles her hier? Alter Schwede. Okay, jetzt aber wieder mit Zielschuss an die Front. Das kann man nicht anvisieren. Ja, hier ist blöd. Hier kriege ich keinen so. Da ist jemand.
Ah, den kann ich nie mit dem Zielschuss kriegen, glaube ich. Der ist, der wäre vorher tot, ja. Die kommen jetzt hier hinter. Oh mein Gott, das ist, warten Sie, Sir, ich muss sie anvisieren. Das ist ein Mist aber auch. Ich hätte nicht gedacht, dass da auf einmal so 5, 6 Leute da oben drauf stehen und da drunten. Ich hatte gedacht, da steht vielleicht einer oder sowas, den ich dann so von der Seite, der ist vielleicht fokussiert auf Bosk oder so. So hatte ich mir das ganze Szenario vorgestellt. War mal wieder gar nicht so. Naja, dann gehen wir hier hoch. Gehen wir hier hoch. Und da ist er. Was? Ist eingefroren, mein Zielschuss. Der war schon so kurz vom, ja, kannst gleich schießen. Und dann hat er gesagt, nee, doch nicht, Mann. Sorry, ich muss kurz nachladen. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Blub. War das jetzt der vierte? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das war der vierte. Nice, Alter. Wir haben schon 4 Kills mit dem Ding. Also viel habe ich nicht mal bei irgendwelchen Loadout-Challenges geschafft. Mit dem Teil. Da war es immer die Hürde. Die Hürde schlechthin. Da oben ist schon wieder einer. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Der hat gar nicht auf mich geachtet, der Typ. Der hat gar nicht auf mich geachtet, der Typ. Hier. Alter, die wollen mich verarschen, dass der das Ding nicht anvisiert. Ja! Was war das denn auch für einer, ey? Was war das denn für einer? Der steht da... Oh, hey. Hey, hey, hey. Der steht da einfach rum und denkt so, oh, bleib hier mal sitzen. Super geil. Hubbel hat mich geholt. Na gut. 14 zu 7, ich kann damit leben. Ich sterbe relativ häufig, gebe ich gerne zu, das stimmt. Aber ey, dafür habe ich hier den Spaß meines Lebens mit diesem komischen, blöden Zielschuss. Ach komm, jetzt schon wieder so ein Flieger. Mann, die sind ungerecht. Ungerecht! Die gab's nie in James Bond. Unfair. Ey, warum ist das Ding hier an? Okay, mit meinen krassen Hacker-Skills kann ich das natürlich auch ausschalten. Geh weg da! Das ist mein Hacker-Skill-Szene. Ah, ja, ja, da oben, da sind sie. Da kann der... Der Demolator, da ist er wieder. Mein Erzfeind. Doch, der Demolator hat nicht gedacht, dass ich wiederkomme. Man stirbt nur zweimal, oder wie das auch immer heißt. Der Demolator, kannst du da auch ausweichen? Der schafft es zu treffen. Das ist so ein Witz. Der muss nur einen Meter nach rechts gehen, aber der trifft das Ding. Das kann doch gar nicht sein. Das kann doch echt nicht wahr sein, dass das Ding getroffen hat. Ja, nice. Der Demolator hatte keine Chance gegen meinen überkrassen Zielschuss. So, ich will da hochspringen. Ich will da auch hoch. Und da oben kann ich bestimmt gut die Zielschüsse runterschießen. Ich habe irgendwie den Eindruck, ich kann die andauernd schießen. Haben die so eine kurze Abklingzeit nur. Und der läuft und läuft. Oh, der ist auch ausgewichen. Nein, den da. Den da, den da, den da. Oh, wer ist denn hier? Q ist vor mich gesteppt. Q tötet ihn dann wenigstens auch. Und wo werde ich denn hier gerade abgeschossen, sag mal? Da sind sie wieder, da sind sie wieder. Oh, der. Nein, den anderen wollte ich abschießen. Ach, mein Gott. Da steht einer still und der andere bewegt sich die ganze Zeit. Und der Zielschuss nimmt den, der sich die ganze Zeit bewegt. Uncool. Jetzt aber. Jetzt aber, jetzt aber. Ich kann auch so ein bisschen natürlich mit meiner normalen Waffe abknallen, aber irgendwie überleben die dann gerade immer ganz knapp. Jawohl, 2 Assists. Damit kann ich leben. Den da hinten, den da hinten, den da hinten. Ja, ja. Und es fliegt. Ich lenke ihn ab. Ich bleib voll stehen, dass er... Alter, der Typ will doch sterben. Der hat ein Todes... Was? Ist er einfach rübergesprungen oder was war das gerade? Der Gringo. Hieß der wirklich Gringo? Das wäre ja cool. Aber war, als ob der so ein Skiller ist, Mann. Ich denke schon so, der hat voll den Todeswunsch. Der will sterben, aber nein. Der macht einfach den Übermove. Hä, den auch nicht? Wieso sterben die nicht mehr? Was ist denn hier los? Q, muss mal meinen Zielschuss verbessern, ey. Irgendwie klappt das nicht mehr. Das reicht nicht mehr aus. Jetzt bin ich aber verwirrt. Das war doch immer ein One-Shot. Ist es irgendwie, haben die alle Leibwächter oben oder was? Das Hubble-Teleskop haben wir auch wieder besiegt. James Bond gegen das Hubble-Teleskop. Okay. Das Leia Organa, die kriegt auch erstmal einen Zielschuss ab. Oh, die stellt einfach ihren Schild. Ach, buh, Leia, buh! Aber wir haben schon 6 Kills mit dem Ding, ne? 6 Kills. Und jetzt holen wir uns den da, der auch nur einfach rumsteht. Ach, Leia! Mein Gott, ey! Das ist doch wieder eine miese Taktik, da sich im Schild zu verstecken und dann nur rauszusnipen. Mann, 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 Mann. Okay, da kommen schon die Flieger von denen. Also die räumen hier ganz gut Kills ab. 17 zu 10 haben wir. Ist jetzt nicht die beste Runde, ich weiß. Aber ey, der Zielschuss-Spaß ist doch da. Ey, jo, 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 ist ja gut jetzt hier hinter mir. Weiß, hau mal auf, mich abzuschießen. Okay, da oben sind die Leute von uns. Und was macht er da? Warte mal. Nee, das geht nicht. Da wollte ich doch nur mal ganz kurz aus Testzwecken hier mal ein wenig da drauf schießen. Na, sehen wir auch irgendwie anders als nur die Leia irgendwie immer? Vielleicht hier vom Raumschiff oben aus oder von hier oben. Dass die da so hinter den Barrikaden sitzen. Oder sitzt nur einer von uns? Da ist einer. Da ist einer am Geschütz. Das ist meine Chance. Der am Geschütz, der am Geschütz. Nein. Okay, der da auf mich zurennt. Och komm, ernsthaft, der haut ab.
Kann ich auch. Kann ich auch. Jetzt komm mal runter da. Von deinem hohen Ross. Komm mal runter da. So, jetzt zum Geschützmann. Ich hoffe, die Leia guckt jetzt nicht hier runter. Da ist der Geschützmann. Und? Feuer frei. Das Ding ist echt kaputt. Das Ding ist kaputt. Es kann keinen mehr töten. Q. Ich habe so viele Schüsse getroffen und es tötet keinen mehr. Ich glaube, den brauche ich nicht mehr abschießen. Ah, da ist noch einer, da ist noch einer. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt, jetzt schießen alle auf mich rauf. Oh, ah. Ja, einfach weg. Einfach weg, da ist auch noch mein guter Kumpel Darth Vader. Okay, den haben wir auch besiegt. Das Ding brauchen wir hier gerade gar nicht. Stell ich einfach mal so weg. Er ist da drüben. Sie suchen mich. Aber werden sie mich finden? Komm, visier ihn an. Ah, das geht voll gegen die Wand gegen. Ach, Mann, ey. Mann, ey. Die sollen sich auch mal trauen hier. Ich muss mal aufs Raumschiff drauf, glaube ich. Raumschiff oben aus. Jetzt stelle ich mir mal meinen Viper-Suchdruiden. Der deckt hier alles ab. So, und jetzt vom Raumschiff oben aus hier. Aha. Hallo? Was? Wieso habe ich gegen das Raumschiff geschossen und er nicht? Also, das ist jetzt mal die größte Verarsche seit... Weiß ich nicht. Aber das ist ja total unfair gewesen. Ungerecht. Nee, also den Tod, den sehe ich nicht ein. Den sehe ich einfach nicht ein. Komm, bleib oben. Ach, shit. Ah, komm, dann sterbe ich halt eben. Ist auch sowieso... Ah, da ist schon wieder mein Erzfeind. Tötet ihn! Das kriegt keiner hin. Keiner kann meinen Erzfeind töten, außer mir selber. Bestimmt der Beste bei denen. Nee, das ist der Zweite bei denen. Aber ey, von den 5 Toten, die der hat, habe ich 2 gemacht bei ihm. Aber ich wollte eh sterben, weil ich hatte keine Lust, jetzt nochmal so lange zu warten. Blödes Spiel hier, wo man nicht hochklettern kann. Jetzt bitte bleib oben. Danke, meine Güte. Ist es denn so schwierig? So, Zielschuss wird ausgerichtet. Auf den Bushboy. Bushboy! Ach, den hat er nicht erwischt, der Zielschuss. Da muss halt der gute James Bond mit seinem Sturmgewehr ein wenig nachhelfen. Hat leider auch nichts gebracht. Catchy Monkey hat mich erwischt. Okay, noch einmal starten bei meinem Kumpel. Komm, Kumpel. Komm. Q. Ein bisschen außer Gefahr bleiben und dann kann ich auch bei dir spawnen. Ah, das dauert und dauert und dauert. Rebellen, soweit das Auge reicht. Die Rebellen haben die Ablenkstation aktiviert. Ja? 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 Ja! Und den hat er sogar noch angeschwächt. Oder? Ich glaube schon. Das war der krasseste Zielschuss, den ich je abgeschossen habe, glaube ich. Einfach mal fast den Double Kill gemacht mit einem Zielschuss. Das wär's ja, ey. Double Kill mit dem Ding. Komm, den mache ich noch schnell und jetzt weg hier. Nein, er fliegt voll gegens Haus gegen. Ach Mann, dummer Zielschuss. Der könnte auch mal ein bisschen schneller fliegen. Aber na gut. Alter, da springen sie. Ja, von wo schießt der jetzt wieder? Von da. Dann geben wir erstmal ein Stückchen zurück. Ein guter James Bond Agent weiß natürlich auch, wann er sich zurückziehen muss. Und wann er seinen Zielschuss abfeuert und... Er geht schon cool hinter die Ecke. Weiß natürlich, dass der einen kleinen Kill macht. Na toll. Was ist denn hier ein Numb? Ja, gut, die Geschütze sind halt saumäßig nervig hier in dem Game. Okay, Q. Sneakt sich da heran. Weiß noch nicht, dass er gleich als Kumpel auch noch seinen guten alten Jamesy James Bond Freund hat. Der leider wieder mal nicht klettern kann in dem Spiel. Ach, mein Gott, ey. Ist das denn wirklich so schwierig, irgendwie mal hier so ein... Ja. Nee. Nee. James Bond, die Niete im Sport, schafft es nicht, einen kleinen Hügelchen hochzuklettern. Halt. Was soll das denn? Ist das wieder mein Erzfeind? Das ist mein Erzfeind! Er hat Q getötet! Q, nein! Naja, es kommt halt ein neuer. Kennt man ja auch aus dem James Bond-Film. Da kommt auch immer wieder ein neuer Q. Aber jetzt wird erstmal Rache geübt. Mit dem Zielschuss. Ja, guck. Der denkt, er kann wegspringen, aber der kommt hinterher und pam! Hat wieder nicht gereicht. Der hat getroffen. Es reicht nicht mehr. Ich habe seit Ewigkeiten keinen Kill. Ah doch, ich habe einen Kill jetzt eben gerade nochmal gemacht. Aber das, warum macht es so oft Hitmarker nur noch? Warum? Da unten sind sie, Ja, der hat keine Chance mehr auszuweichen. Ja, wenn mein... Siehst du den Gegner nicht? Siehst du wirklich den Gegner nicht, Zielschuss? Danke. Danke dafür, Zielschuss. War wirklich schwierig, den zu erkennen, ne? Der war da nicht vor mir. Nee. Nee, den habe ich auch nicht mehr sehen können, den Typen. Der war wirklich überhaupt nicht mehr sichtbar, der Typ. Ist schwierig, den zu verfolgen mit einem bloßen Auge. Ich schweige denn mit irgendeinem elektronischen Anvisiergerät. Das ist wirklich, also wirklich unfassbar. Das ist so, als würde man heutzutage so einen komischen, oder 1998 so, Microsoft stellt vor ihren neuen Gesichtserkenner bei der Webcam. Und das ist dieser Zielschuss manchmal, ey. Und von wegen, oh, ist da irgendwo einer? Ich sehe da keinen. Ja, schon wieder, ey. Nee, da sehe ich auch keinen. Ist das einer? Ich weiß es nicht genau. Könnte sein, dass das einer ist.
Könnte aber auch sein, dass es das was ganz anderes ist. Ah, der ist mies ausgewichen. Was hat mich denn da gerade getroffen? Ah, der sniped. Jetzt. Los. Ach Mann, der springt schon wieder. Oh, der kommt hier hoch. Das war auch schon wieder mein Erzfeind. Ah, schon wieder habe ich ihn besiegt. Ich hasse die Stelle. Das ist, also das kann mir gerne mal einer sagen. Ich habe das nie verstanden in diesem Spiel, wann man da stirbt und wann man da nicht stirbt. Weil man kann da auch runterfallen, ohne dass man stirbt. Es ist einfach komplett random. Luke Skywalker. Schießen wir nochmal ein paar Mal Rücken. Niederlage am Mann. 28-16 passt. Alter, wir haben acht Kills mit dem Zielschuss gemacht. Ich glaube, 7 waren es. Krass, Alter. Dabei lief der Anfang so gut. Ich hätte locker mehr machen können. Hätte er nicht auf einmal versagt, das Ding. Und hätte gemeint, nee, ich mache keinen One-Shot mehr. Dann hätte ich damit locker 10 Kills geschafft. Weil ich habe echt 10 Hitmarker, also 10 Hitmarker. Ich hatte 10 Schüsse, die Gegner getroffen haben. Aber die haben nicht immer gereicht für den Kill, leider. Leider war es nicht ganz geschafft. Aber hey, 5 Kills haben wir geschafft. Unser eigenes Ziel, zack, zack, abgehakt. Coole Sache. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Runde. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Star Wars Battlefront 1. Bis dann und ciao.